mich ist die Schule ein Platz, wo ich mich entwickeln und meine Kenntnisse verbinden kann. Gruppenarbeit und Gesellschaft. Selbsterfindung. Ausbildung. Tradition und Geschichte. Gegründet wurde das Nationalkolleg als Lyzeum für Mädchen mit dem Namen Königin Maria im Jahre 1919. Es war die erste Mädchenschule in Siebenbürgen. 1956 wurde die Schule George Koschbuk umbenannt. Heute lernen hier natürlich Mädchen und Jungen zusammen. Die Schule ist sehr gut ausgestattet. Computerräume und Spezialräume für jedes verschiedenes Fach stehen zur Verfügung. Unsere Schule setzt sich aus 4 Gebäuden zusammen mit einer Anzahl von 60 Klassenzimmern. Das älteste Gebäude mit 8 Räumen, dann folgt Körper B mit 21, Körper C mit 13 und anschließend das Grundstück D mit 17. Aus der Gesamtheit gibt es 28 Laboren mit besonderen Ausstattungen für verschiedene täglich Unterrichtsfächer. Unsere Bibliothek, die aus ungefähr 40.000 Volumen besteht, enthält Bücher in deutscher sowie in französischer, englischer, ungarischer, russischer und natürlich in rumänischer Sprache. Das Nationalkolleg George Koschbuk ist ein fröhlicher Lernort für mehr als 1.000 Schüler und mehr als 100 Lehrer in Klausenburg. Die Besonderheit der Schule ist, dass sie die einzige in Klausenburg ist, in der Deutsch als Muttersprache unterrichtet werden kann. Diese Schüler haben dann die meisten Schulfächer in deutscher Sprache. Ebenfalls gibt es auch eine rumänische Abteilung. Schüler und Abteilung haben die Möglichkeit, Deutsch als eine Fremdsprache zu lernen. Die Schüler haben die Möglichkeit, Traditionen der deutschen Kultur, Geschichte, Lebensweise sowie auch Unterrichtsweise kennenzulernen. Der Deutschlernbereich bietet die Erweiterung der deutschen Sprachkenntnisse sowie auch die Förderung der Kreativität und Selbstständigkeit. Die SW, also die Schülervertretung, ist eines der wichtigsten Organe unserer Schule. Sie setzt sich aus einem ausführenden Büro, das gebildet wird aus einem Schülersprecher, 2 Stellvertreterinnen und eine Sekretärin. Dazu kommen noch die Funktionsträger, ein Finanzverwalter und der Vertreter der kulturellen sowie auch der sportlichen Abteilung. Die SW dient in erster Linie dazu, die Interessen der ganzen Schule zu vertreten und sich an der Organisation von Projekten zu beteiligen, wie zum Beispiel Sportturniere oder Theaterstücke wie Felicitas Kunterbund, ein Musical, das hauptsächlich für Grundschüler organisiert wurde. Unsere Basketballmannschaft ist ebenfalls ein Stolz unserer Schule. Im Jahre 2015 ist das Team in der nationalen Meisterschaft Sieger geworden. Späterhin nahmen die Spieler bei der Weltmeisterschaft in Frankreich teil. Dieses Jahr hat das Team erneut geschafft, sich bei der nationalen Phase zu qualifizieren. Das Team verfügt auch über Sportler mit einer Höchstleistung und Spieler, die bei der Nationalmannschaft teilgenommen haben. Unsere Schule organisiert auch Partnerschaften mit Gymnasien aus Karlsbad und Bad Sachsa. Ich hatte die Möglichkeit, eine Woche in einer deutschen Familie zu verbringen und somit meine Sprachkenntnisse zu erweitern. Also dieser Austausch in Karlsbad von dem letzten Jahr hat mir einen sehr guten Eindruck geschaffen. Der Austausch war eine reiche Erfahrung und ich würde sie gerne nochmal wiederholen. Die Schüler und Schülerinnen unserer Schule freuen sich über viele Aktivitäten und Veranstaltungen wie Theaterbesuche, Ausflüge, die in unserer Schule möglich gemacht werden. Wir sind Koschbuk!